Hatte ich leider heute bei dir mal vorher. Okay. Geht das auch von der Innenansicht? Na klar. Überhaupt kein Problem. Problem für mich ist, ich sehe nicht, wann ich hinten mit der Saatmaschine am Ende bin. Aber geil tut das wohl, nicht? Huch! Siehst du, ich fahre wie ein Besoffener. Müsste aber so passen, ne? Von der Dings her. Jo, passt. Okay, der Reifen muss einfach am äußersten Ding hier sein. Dann können wir auch da innen an sich meine Bahn fahren. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Es gibt breitere Saatmaschinen. Ja, ja, wir fahren jetzt das Feld so zu Ende, das passt schon. Und von dem Ertrag, den wir hier auf dem Feld hier kriegen, von dem, was wir dann da verkaufen, von dem Geld holen wir uns dann eine neue Saatmaschine. Erntest du Koks? Nee, das ist Kalk. Wir haben unser Feld gedüngt. Fett gedüngt, hör mal. Und jetzt sind wir hier schön am Sojaboden pflanzen. Was steht hier eigentlich so Spannendes? Können wir hier ranzoomen? Okay. Habe ich das Ding an? Ja. Okay. Nee, jetzt habe ich es ausgemacht, glaube ich, ne? Ja! Weil ich V gedrückt habe. Halleluja! So, ich drehe die Zeit mal wieder ein bisschen runter. Wir haben 8 Uhr. So. Jetzt mache ich die Bauern hier noch zu Ende und dann lassen wir gleich mal den Rest den Helfer machen. Und Wade, der fährt jetzt hier gleich kreuz und quer über den Acker, ne? Kacke ich dem auf eine Fensterbank. Nicht zu Ende fahren. Soll ich jetzt hier auf Helfer drücken oder was? Was für besser als Tobi, der hat gerade auf dem Feld gewendet. Wo ist denn dann besser als Tobi? Der ist tausendmal besser. Weißt du, ganz ehrlich, ne? Maximale Frechheit. Frechheit. Maximale Frechheit. So. Der Helfer kostet Geld. Ja, ist egal. Kosten Cent scheinbar die Minute oder so. Ich will auch nochmal gucken, hier, wie das mit dem Düngen, mit dem Ernten aussieht. Hier ist immer noch im Wachstum. Da vorne, das ist auch im Wachstum, das ist ja klar. Wie schaut's denn hier aus? Ich glaube, hier ist auch noch nichts fertig, ne? Das heißt, hier können wir auch noch nichts ernten. Kraut entfernen? Heißt das, wir können ernten?
Wenn da steht Kraut entfernen? Nein. Was heißt Kraut entfernen? Das muss gemulcht werden. Kraut entfernen ist erntereif. Ich guck mal im Menü. So, das ist rot, das Feld. Jetzt ist die Frage, was bedeutet Kraut entfernen? Weil erntereif? Kraut entfernen, erntereif? Okay, mit was brauche ich für eine Maschine, um das, was brauche ich für eine Maschine, um das Kraut zu entfernen? Mit was mache ich das? Mulcher. Schon wieder eine Maschine kaufen, ne? Leck mich doch am Arsch. Ich meine, wir können sie auch mieten, aber... Mulcher dient dazu, Stoppeln zu zerkleinern. Dieses Gerät eignet sich perfekt für Trauben- und Olivenbaum. Bau. Ach, bei Rübentechnik, okay. Rübentechnik! Dieser Krautschläger entfernt das Kraut, bevor die Zuckerrüben geerntet werden können. So ein Ding brauchen wir, wa? Alles klar, wir brauchen erst das Gerät und danach brauchen wir das. Ist das richtig? Heilige Maria. Leck mich doch am Arsch. Boah. Kannst du das auch... Ja, wir können... Einmal vorne, einmal hinten, einen Arbeitsgang. Könnten wir mal... Ja, wollen wir das machen vielleicht? Ist vielleicht besser, ne? Bevor wir jetzt zweimal... Ja, komm. Kaufen das... Mieten? 5000 Mieten. Boah, das Ding kostet dann aber 5000 in der Stunde, ne? Boah, das ist so ein kleines Feld eigentlich gewesen. Eigentlich wäre das... Ist jetzt doof gewesen, dass wir es gekauft haben, ne? Aber scheiß drauf. Oh, wir haben es gemietet. Wir haben es gemietet, nice, das reicht nämlich. Das Feld ist nämlich so winzig. Das brauchen wir nicht größer. Vorsicht, ich komme mit meinem John Deere um die Ecke. Oma, Oma. Lass das Gewicht am Hof. Habe ich ein Gewicht dabei? Oh ja, ich habe ein Gewicht dabei. Stimmt. Ich schmeiß das mal hier hin. Wie mache ich das weg? Mit Q. Lübt. Was für Lohnzahlung? Hä? Kriegt der auch noch Lohn, der Helfer? Der kostet mich 1 Cent die Sekunde und kriegt auch noch Lohn? Was soll das denn? Nein, natürlich, ich krieg doch immer 1 Cent da oben die Minute abgezogen. Eine Sekunde. 1 Euro meine ich, ja genau. Also schon frech. Das ist Sprit und Saatgut. Nächster Kommentar, der verbraucht kein Saatgut. Okay. So.
Vater, ey. Fährst mit dem riesen Ding hier übers Rübenfeld. Frage, wo kommen die Rüben hin, wenn die da gleich geerntet sind? Brauchen wir da noch irgendwie einen Anhänger im Speziellen oder irgendwas? Oh! Oh, Vorsicht! Toad! Schon wieder Toad! Guck mal, da ist er wieder, ne? Das Ding hat einen Bunker, wenn er voll ist, muss... Ah, okay, 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 easy. Whee! So, dann sind wir aber mal fett gespannt, wa? Oh, ich kann mein Rohr ausfahren, sehe ich da oben gerade. Nice. Oh, der Baum hier nervt, ne? Ich glaube, ich will mir wir holen uns eine Säge und machen den Baum hier einfach weg. Den braucht doch kein Mensch, jetzt mal ehrlich. So. Pass auf. Krautschläger. Anschalten. Ja, das ist immer gut. Dann machen wir Krautschläger senken. Gehen auf die andere Maschine, schalten die Erntemaschine an, senken die Erntemaschine. Und ich glaube, das passt, oder? Und fahren los. Und jetzt müssten wir eigentlich vorne Kraut mitnehmen und hinten die Rüben ernten. Spannende Geschichte, das sag ich dir, du. Unsere ersten Zuckerrüben. Zuckerrüben. Okay, beide Maschine hochheben wahrscheinlich, ne? Heben ist immer B, oder? Ne, hier ist Erntemaschine ist V. Und auch V. Okay, ist immer V scheinbar. Okay, Katastrophe hier zu wenden. Mit dem Ding. Katastrophe, ey. Katastrophe. Ja, ist das nicht scheißegal? Kann ich nicht einfach hier in der Mitte durch? Ich kann auch einfach hier in der Mitte durchfahren, oder? Ist das nicht Wumpe? Ich mach's einfach. So können wir ja mal um den Baum rumfahren. Dann schalten wir das Ding wieder ein. Das Ding schalten wir auch wieder ein und dann geht das los hier. Ja, ich glaube, beim Ernten ist es scheißegal, ne? Ich glaube, beim Ernten ist es scheißegal, wie man fährt. Ist vollkommen wurscht. Zaun vorbei. Mal ein Stück aufs Feld hier fahren, das ist gut. Na komm, weißt du was? Scheiß drauf.
Mal gleich mal gucken, was der Preis für Zuckerrüben ist, ne? Keine Ahnung. Aber einen Bane-Wert für die Zuckerrüben werden wir wohl kriegen, wa? Hoffe ich doch mal. Oh! Wieder rumstümpern hier, tut mir leid. Was passiert eigentlich mit dem Kraut, was wir da irgendwie wegballern? Wird das hier einfach nur geschnitten und bleibt hier liegen, oder was? Oh, wir ernten nix. Hammer. Und jetzt fahre ich ja noch immer der Rüben drüber. Wie sieht er denn eigentlich hier vorne aus? Ist er schon fertig? Immer noch nicht ganz fertig, ne? Okay, ich drehe mal hier vorne. Schaffen wir das? Ja, ne? Das klappt. Wie sieht er da aus hier? Nee, die Rübenmaschine hängt fest. Skandal! Komm schon! Komm, ja! Nice. Oh, 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 oh. Ich wollte doch nur drehen, Mensch. Ich fahr wieder vorne lang. Ne, fahr ich nicht. Ich fahr hier wieder runter. Das ist mir jetzt egal, ne? Ich wollte drehen hier auf der Straße, weil das einfacher ist, Mann. Aber da klappt irgendwie nicht. Guck mal, der schießt doch einfach vorbei, ne? Guck mal nicht, was der Verrückte da macht. Der schießt da einfach so lang. Das ist ihm scheißegal, ne? So. Weiter geht's. Oh. Hä, ich hab doch die Erntemaschine angemacht, oder nicht? Hä, wieso ist die aus? Ach, weil ich die abgekoppelt habe, deshalb. Da stand vorhin, dass der Helfer fertig sei. Ja. Da gucken wir uns aber gleich nochmal an, da. Kann man die Bäume wegreißen? Ja, ich glaube schon. Man kann hier Holz auch verkaufen und sowas. Geht auch kein Geld mehr ab. Oh, das heißt, der ist fertig. Sauber. Sehr schön. Ja, das könnte halt wirklich so eine 50% Ernte werden, ne? Wenn wir 50% voll kriegen, da Dinge. Ich weiß nicht, was Zuckerrüben bringen. Haben die einen guten Kurs in dem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht so, wa? Nope. Naja, egal. Das war schon so gepflanzt, ne? Das haben nicht wir gemacht, das haben wir so gekauft, beziehungsweise bekommen. Scheiß da unten drauf, ey. Okay, ich drehe wieder hier um den Baum rum, glaube ich, ne?
Nein! Kaputt. Tobi, du hast wieder kaputt gemacht, ne? Das hat echt ein Problem. Wo willst du hier drehen, ne? Kannst du nirgendwo drehen mit der Riesenmaschine hier. Sollen wir wieder hängen? Lass den Rest doch den Helfer machen. Ne, da verdienen wir ja nichts. Der kostet auch einen Haufen Geld, der Penner. Der will ja auch noch was verdienen. Frechheit. Will ja wieder keiner was bezahlen fürs Gemüse, nicht? Das soll ja am besten alles immer umsonst sein, ne? Wie die Nutten in Neuss. Was? Stimmt, ich kann auch auf dem geänderten Feld wenden, hast du recht. Da müssen wir eh gleich wieder neu bearbeiten, ne? Hast du an sich recht, ne? So, ich sag ja, 50% voll kriegen wir das Ding wohl. Mehr wird's nicht. So, was geht denn bei Atalanta gegen Young Boys Bern gerade, bitte? Was haben die denn vor? So, ich fahre hier gerade einmal kurz, ich jockel hier mal kurz übers Feld rüber. So, dann können wir mich gerade einfach von hier hinten wieder anfangen, der passt schon. Football oder Fußball? Fußball. Da geht gut ab, du. Das sag ich dir. So. Oder meinst du, was ich besser von beidem finde? Da waren es schneit's bei dir. Ja, ich weiß auch nicht, da hat auf einmal angefangen, ne? Dezente Dezember-Wipes. So, einmal so, dann können wir hier nämlich... Ne, da steht wieder ein Baum, Alter. Ey, boah, sobald wir eine Kettensäge kaufen können, ne, dann kaufe ich mir eine und reiß die alle Bäume nieder. Ja, Pide, was soll ich sagen, ne? Pide, was soll ich sagen? Das Geld wird immer knapper. Den Winkel kriegen wir niemals hin. Oh, wobei, ein bisschen gerade noch vor können. Na, warte. Busy Schwund ist immer, ne? Busy Schwund ist immer, das passt schon. Oh, ein bisschen weiter hier drüben, da können wir gleich noch mal am Rand entlang fahren. So. Siehst du Barcelona auch schon in der Euroleague?
Sind harte Zeiten im Moment für Barcelona, ne? Das ist was schon krass, was aus dem Verein geworden ist. Das war mal so ein riesen Club eigentlich, ne? Das war mal so ein riesiger Club und mittlerweile... mittlerweile halt gar nicht mehr, ne? So. Fast 60% voll haben wir das Ding. Abschalten. Und abschalten. So. Würde ich mal sagen, laden wir das Ding mal in unseren Hänger. Okay, ruckel, ruckel, ruckel. Moinsen. Wo kann ich denn mein Rohr hier ausfahren? Welche Richtung geht denn das? Ja, da würde ich mal sagen, koppel ich mal ab. Das Ding lasse ich mal gerade hier stehen. Oh, keine gute Idee, keine gute Idee. Dann lasse ich das hier vielleicht einfach drin liegen. So. Dann holen wir mal den Hänger. Und dann gucken wir mal, was wir für den Kram kriegen, ne? Es wird wahrscheinlich nicht viel werden, ne? Also wir dürfen jetzt gleich nicht enttäuscht sein, aber das wird nicht viel sein. Das wirkt zwar viel, aber es ist nicht viel. Warte. Mal das Ding hier eben anschalten. Leihgeräte zurückgeben. Na, das ist das Ding, was wir hier gerade haben. Deswegen mache ich das gerade leer. Das ist nur die Erntemaschine hier. Sonst haben wir kein Leihgerät. Hui! Immer schön rein da. Ja, guck mal, der Hänger ist nicht mal fast... Der Hänger ist nicht mal ganz voll, ne? Also ist... ja, das ist so ein Problem, ne? Ja. Machst halt nichts, ne? So, wir fahren mal der Dinge hier zurück und holen dann den Hänger und gucken mal, was der ganze Spaß bringt. Wahrscheinlich nicht viel. Kati, hu, gute Nacht. Schlaf gut. Ich sag 3K. Meinst du so wenig nur? Weiß ich nicht. Könnte sein. Ich habe keine Ahnung. Ich schätze 30k. 5k. Na, schauen wir mal. Der Hänger hat 5000 gekostet. Miete. Also es wäre schön, wenn wir das Ganze verdoppeln könnten vielleicht. Was kriegen wir, wenn ich richtig liege? Weiß ich nicht. Ich glaube, die Community hat ein paar Geschenksubs verdient, wenn du richtig liegst. Du teilst deinen Gewinn einfach mit der Community. So. Bitteschön. Brauche ich nicht mehr. Das kaputte Scheißding.